Okay, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Okay! Im letzten Video habe ich euch ja schon angefangen, Stories zu erzählen, da das aber sonst alles zu lang werden würde, mache ich jetzt den zweiten Teil. Das wird sowieso ein Format, aber ja, also der zweite Teil von den Stories, die ich eigentlich jetzt schon gedreht habe. Wisst ihr, was ich meine? Dann würde ich sagen, wir reden nicht weiterhin rum und fangen direkt an mit der ersten Story. Hier habe ich auch eine lange Nachricht bekommen. Ich habe meine Favorite Parts rausgesucht und die lese ich euch jetzt vor. Grundstory ist einfach, dass sie gemerkt hat, dass sie auch irgendwie auf Frauen steht. Und natürlich dann das Thema aufkommt, dass seinen Eltern irgendwie sagen zu wollen, aber irgendwie auch nicht, weil es könnte sich ja noch was ändern. So habe ich auch auf die zweimalige vorsichtige, aber anklagende Frage meiner Mutter: Könnte es sein, dass du lesbisch bist? Sehr, sehr unüberzeugend geantwortet. Nein, ich doch nicht. Haha. Danach hat sie mich noch über Fußballer, weil ein Fußballspiel lief, verhört. Wen findest du denn attraktiv? Für mich sehen die alle gleich aus, also antwortete ich richtig unüberzeugend den Hummels. Mit Abstand. Der ist männlich. Ich glaubte mir selbst kein Wort, aber lieferte ihr das, was sie hören wollte. Ja, ist auf jeden Fall nicht schön, wenn man in diesem Struggle ist, es einfach nicht erzählen zu können, aber man will ja auch nicht lügen und ich kann das so verstehen, dass es einfach mit einem, dass es einem dann dabei einfach nicht so gut geht und das tut mir leid für dich. Mit 16 habe ich dann versucht, den weiblichsten Typen aus meiner Klasse zu daten, um mir zu beweisen, dass ich ein klein bisschen hetero war. Über WhatsApp schreiben ging gut, aber irgendwie war seine Stimme so verdammt tief und seine Hände so verdammt groß, dass ich nach 10 Tagen aufgab und ihm sowas auftischte wie: Ich bin nicht bereit für eine Beziehung, sorry. Das macht mir gerade so viel Angst. Liegt aber nicht an dir. I feel you, dieser verzweifelte Versuch, sich selbst zu beweisen, dass man doch auch auf Männer steht. Aber es funktioniert einfach nicht. Warum sollte ich lesbisch sein? Nein, ich stehe auf Jungs. Komm, ich finde den ja eigentlich ganz süß. Ich komme jetzt mit ihm zusammen, aber es funktioniert einfach nicht. Ich weiß, wie das ist. Es ist so schön, das alles zu lesen, weil man sich einfach so bestätigt fühlt. Ein Jahr später, mit 17, habe ich mit einer weiteren Freundin gesprochen, die das auch akzeptierte und alles, aber die eher die Einstellung hatte: Man muss das heutzutage ja akzeptieren. Man darf ja gar nichts mehr dagegen haben. So offen muss man heutzutage sein. Ja, du müssen tust du gar nichts. Du bist halt dann einfach nur kein korrekter Mensch. Und stell dich bitte in die Ecke und schäm dich. Nächste Story. Ich bin 20 und nenne mich einfach mal Lena. Hallo, Lena. Also eigentlich habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, ob ich auf Frauen stehen könnte. Ich hatte bisher schon 3 Beziehungen mit Männern. Ich war immer die, die gesagt hat, ciao. Ich dachte, das lag einfach daran, dass es irgendwie doch nicht gepasst hat. Ich kam nie auf die Idee, das Geschlecht in Frage zu stellen. Irgendwann kam dann der Punkt, als ich zu meinem Dad sagte: Okay, tschüss, ich gehe studieren. Also bin ich in eine WG gezogen. In dieser WG begegnete ich dann Lilly, die mit Julia zusammengekommen ist, während ich schon dort gewohnt habe. Die zwei sind wirklich süß zusammen und ich würde mal behaupten, zwei richtig gute neue Freundinnen gefunden zu haben. Naja, nur, dass ich mich irgendwie in Julia verguckt habe. Und mich logischerweise natürlich dagegen wehre, weil sie ja mit Lilly zusammen ist und das meine Freundin / Mitbewohnerin ist. Ah, zwei schlimme Dinge, die passieren können. Erstens, du verliebst dich in ein heterosexuelles Mädchen. Zweitens, du verliebst dich in die lesbische Freundin deiner lesbischen Freundin. Mein Beileid. Fun Fact, bevor ich von Lilly und Julia wusste, beziehungsweise Julia überhaupt kennengelernt habe, waren wir auf einer Semester-Opening-Party. Ich war ziemlich betrunken, manchmal werde ich dann etwas sentimental. Ja du, ich bin durchgehend sentimental, auch ohne Alkohol. Ich stand erst vor meinem Kumpel und habe ihm heulend erzählt, dass ich glaube, auf Frauen zu stehen. Er war einfach heillos überfordert damit. Bis heute tun wir irgendwie so, als wäre das nie passiert, weil ihm das, glaube ich, irgendwie unangenehm ist. Ja, und jetzt sitze ich hier und erzähle dir das und wünsche mir irgendwie meine eigene Julia, wenn das nur immer so einfach wäre. Also Lena, ich hoffe, du findest irgendwann mal deine Julia. Wenn nicht, benutze einfach eine Dating-App oder so. Vorgeschichte: Ich, weiblich 17, ungeoutet und noch mit niemandem jemals über Gay-Sein gesprochen, seit einem Jahr unendlich verliebt in meine beste Freundin. Situation: Ich und eine sehr gute Freundin am Trinkspiele spielen, beide sehr betrunken. Sie: Bist du verliebt? Oh mein Gott, in wen? Niemanden. Sag. Nein. Doch. Okay, du musst raten. Sie zählt die Namen von absolut allen meinen weiblichen Freundinnen auf. Gay Panic. Wir haben nie darüber gesprochen. Woher weißt du, dass es ein Mädchen ist? Das wusste ich schon immer. Mind blown. Irgendwie wie bei meiner Story. Irgendwie wissen das die Leute so. Die spüren das einfach. Letztendlich müssten wir uns ja doch eigentlich nicht outen, weil eigentlich wissen es eh schon alle. Das war's dann auch schon wieder mit den Stories für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben. Dann könnt ihr hier den Kanal abonnieren, wenn ihr weitere Folgen oder Stories oder Videos nicht verpassen wollt. Es gibt nämlich auch noch andere Thematiken, die ich hier behandeln werde. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, einfach den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video am Samstag um 14 Uhr. Okay. Tschüss.